Hallo ihr Lieben! Ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass ich für den Juli gar keinen Lesemonat online gestellt habe und habe dann so gedacht, hast du den eigentlich schon gedreht oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Also wenn ich den bereits einmal abgedreht hatte, dann ist das Videomaterial irgendwo verschütt gegangen. Deswegen drehe ich jetzt heute einfach den Lesemonat noch für euch nachträglich und ihr kriegt dann halt zwei Lesemonate relativ schnell hintereinander, was ja jetzt eigentlich auch nicht so schlimm ist, denke ich mal. Und ja, heute soll es noch den Lesemonat vom Juli geben und ich wünsche euch hier immer viel Spaß beim Video. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge, wie ich mir die Bücher aufgeschrieben hatte, noch stimmt. Keine Ahnung, ich gehe jetzt einfach mal hier dieser Reihenfolge nach, welches Buch ich im Juli gelesen habe. Da das alles jetzt eine Weile her ist und ich jetzt gerade nicht mehr so das Gefühl für die Bücher auch habe und die nicht mehr so hundertprozentig greifbar sind, hoffe ich, erzähle ich jetzt nicht allzu viel Mist. Aber ich denke, ich kriege noch hin und weiß noch, wie ich welches Buch fand. Fangen wir mit dem ersten Buch an, was ich im Juli gelesen habe. Und zwar war das dieses Buch hier, Goldener Käfig von Victoria Aveyard, der dritte Teil von Die Farben des Blutes. Ich hatte ja am Anfang gedacht, es wird eine Trilogie, aber nein, es werden mindestens vier Teile. Yippie, das heißt, wir müssen jetzt warten, bis der vierte Teil kommt. Dieses Buch reflektiert hier halt aber auch wieder so. Und da das der dritte Teil ist, kann ich zum Inhalt hier nicht wirklich viel sagen. Am Ende vom zweiten Teil war ja alles wieder relativ offen. Unsere Weggefährten sind alle getrennt worden so ziemlich und befinden sich jetzt an unterschiedlichen Orten in der Geschichte und in unterschiedlichen Positionen. Und was dann alles daraufhin passiert, das ist es, worum es hier im dritten Teil jetzt geht. Ich muss sagen, dass ich den Anfang wirklich sehr, sehr gut fand von der Geschichte und so bis Seite 200 gedacht habe, geil, das ist wieder ein viel, viel besserer Teil. Und dann von Seite 200 bis ungefähr 450 dachte ich, boah, was macht die Autorin denn jetzt? Kann jetzt bitte mal auf den Punkt kommen? Diese 250 Seiten hätte sie sich meiner Meinung nach einfach sparen können. Dann kam endlich der Wendepunkt in der Geschichte, also so ungefähr bei der Hälfte von diesem Klopper. Und dann dachte ich so, yes, 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 jetzt passiert endlich was. Und dann ging die Geschichte auch wieder. Aber diese 250 Seiten zwischendrin, die haben mich echt gequält. Und da musste ich echt mich richtig durchquälen, weil da einfach mal wieder nichts passiert ist. Man kann gerne 200 Seiten von mir aus mal nicht viel passieren lassen und einfach nur die Charaktere und einfach mal in die Tiefe der Charaktere gehen und keine Ahnung, was weiß ich, was machen. Aber das über 450 Seiten zu strecken, das ist bei manchen Sachen ein ganzes Buch. Also das war für mich sehr, sehr anstrengend. Und ansonsten fand ich Mara in diesem Teil wieder viel, viel besser als im zweiten. Im zweiten war sie ja so, ich bin's, ich bin so toll, ich bin so gut und ich... ihr habt das zu machen, was ich sage. Und hier im dritten Teil war das jetzt wieder anders. Sie hat ein bisschen wieder die Kurve gekriegt und hat gemerkt, dass ihr Verhalten auch nicht ganz so in Ordnung war. Und ja, da hat mir Mara auf jeden Fall wieder besser gefallen oder mehr. Und ja, was Cal und Maven betrifft, fand ich die Entwicklung, die die beiden hier gemacht haben, auch ganz gut. Das Ende fand ich, was die Charaktere betraf, also gerade was Mara und Cal betrifft, fand ich das Ende irgendwie nicht so cool. Ich habe mir gedacht, boah, so ein Kindergarten. Deswegen bin ich jetzt gespannt, wie es im vierten Teil weitergeht. Und ja, ansonsten, Handlung war, wie gesagt, bis auf diese 250 Seiten super. Die Charakterentwicklung war auch super. Vom Setting her befinden wir uns immer noch in dieser High-Fantasy-Welt. Ich habe immer noch irgendwie ein bisschen Panem im Kopf, so von der Art, wie diese Welt aussieht. Und vom Schreibstil her kann ich auch nichts weiter sagen, denn der ist wie in den ersten beiden Teilen ein schöner, lockerer, einfacher Jugendbuchschreibstil. Victoria Aveyard findet gute Worte, findet schöne Worte und Beschreibungen für Dinge und ja, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und mehr kann ich zu Goldener Käfig eigentlich auch nicht sagen. Das zweite Buch, was ich im Juli gelesen habe, war der zweite Teil zu diesem Buch hier. Rage, Fight for Desire ist der erste und der zweite heißt Fight for Love. Und der zweite Teil knüpft direkt an den ersten an, weswegen ich auch zum Inhalt nicht viel sagen kann. In dieser Geschichte hier ging es ja um Rage. Er ist Mixed Martial Arts Kämpfer und Rage trifft auf Lauren. Lauren ist Physiotherapeutin und da er gerade eine neue Physiotherapeutin benötigt, heuert er Lauren an. Und Lauren hat so ihre eigenen Gründe, warum sie mit Rage mitgeht und das hängt mit ihrer Vergangenheit zusammen. Und ja, was dann so alles mit den beiden passiert, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Wie gesagt, ich kann zum zweiten Teil nichts sagen, zum Inhalt, weil der direkt an den ersten anknüpft. Und die Fortsetzung quasi ist zu diesem Teil. Und ich kann aber nur sagen, dass mir im zweiten Teil die Charakterentwicklung auch wieder gut gefallen hat. Ich mochte die Handlung im zweiten Teil. Das Tempo ging mir im zweiten Teil ein bisschen zu schnell. Das war aber auch so das Einzige, was ich irgendwie ein bisschen als Minuspunkt gesehen habe. Aber ansonsten die Konflikte, die im zweiten Teil drin vorkamen, waren super. Das Ende hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das Ende war vielleicht ein bisschen zu kurz abgehandelt. Da hätte ich mir so ein bisschen mehr noch gewünscht, so auch im Nachgang.
Aber ansonsten hat mir der zweite Teil auch wie der erste wieder richtig gut gefallen. Und wenn ihr Liebesgeschichten mögt, dann schaut euch Rage auf jeden Fall mal an. Dann habe ich im Juli ein Buch mal wieder mit der Niki zusammen gelesen. Und zwar dieses hier, Im siebten Jahr von S.J. Kincaid, Die Weltenspieler. Das ist der erste Teil einer Trilogie. Es ist in Deutschland bisher leider nur der erste Teil übersetzt worden und das schon vor ziemlich langer Zeit. Deswegen ich nicht glaube, dass Teil 2 und Teil 3 irgendwie noch übersetzt werden. Es sei denn, ein anderer Verlag kauft die Bücher halt nochmal. Was ich sehr, sehr schade finde, denn Insignia ist eine ganz, ganz tolle Geschichte und ich finde auch dieses Cover wird der Geschichte überhaupt nicht gerecht, worum es da eigentlich geht. Denn dieses Buch ist wieder eine Science-Fiction-Geschichte. Ich finde, das hat S.J. Kincaid ja einfach drauf. Auch Diabolik war ja auch Science-Fiction, fand ich auch mega gut. In diesem Buch geht es um Tom und Tom lebt in einer Welt, in der Virtual Reality total normal ist. Und es ist völlig normal, dort in Casinos auch Virtual Reality-Spiele zu spielen, dort online in Schulen zu gehen und auch gegeneinander zu kämpfen und Wetten abzuschließen. Und Tom hat ziemlich viele Probleme in seinem Leben. Sein Vater ist ein Pokerspieler und es läuft halt im Moment nicht so gut und er kann halt auch nicht regelmäßig zur Schule gehen, da er halt selber über Virtual Reality Wettkämpfe ausstreiten muss, kleinere, um halt Geld sich ein bisschen dazu zu verdienen, da er aber halt erst 14 Jahre alt ist. Darf er das eigentlich noch nicht und es ist illegal und es ist halt für ihn auch immer alles relativ gefährlich. Und eines Tages ist es so, dass auf einmal jemand vom Militär auf der Matte steht und ihm ein Angebot macht. Tom hat die Möglichkeit, in den Krieg zu ziehen und zwar ist es so, dass der Dritte Weltkrieg dort quasi gerade herrscht, dass die Länder um ein Vorrecht im Weltraum kämpfen, um die Planeten, die es dort gibt, um die Bodenschätze auszubeuten. Und dieser Dritte Weltkrieg spielt halt nicht mehr auf der Erde, sondern im Weltraum. Und dieser Krieg wird halt mit bestimmten Drohnen gespielt und diese Drohnen werden halt von den Menschen gesteuert. Und da Tom halt ziemlich geschickt ist im Umgang mit Virtual Reality Spielen, wird er halt von der Regierung auserwählt und soll in dieses Programm mit aufgenommen werden, um halt einer dieser Kampfdrohnenflieger zu werden und dazu ausgebildet zu werden. Und was Tom dann dort alles erlebt und ob er es am Ende schafft oder nicht, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Ich kann nur sagen, dass die Handlung einfach wahnsinnig toll war. Ich mochte die Geschichte vom Anfang bis zum Ende. Ich fand Tom als Charakter in diesem Buch wahnsinnig toll. Ich mochte die ganze Art und Weise, wie das erzählt wurde. Ich fand das Worldbuilding toll. Also es ist ja unsere Welt, so ein bisschen in der Zukunft, Science-Fiction-mäßig. Und das hat mir alles so, so gut gefallen. Und ich fand es so schade, dass hier der zweite und der dritte Teil nicht kommen. Das Buch ist an und für sich in sich abgeschlossen. Das heißt, es hat jetzt keinen fiesen, mega irgendwie Cliffhanger. Man weiß, dass die Geschichte um Tom noch weitergehen würde nach dem ersten Band. Aber es ist ein Buch, was man unabhängig voneinander lesen kann. Also es ist jetzt, man wird jetzt hier nicht mit einem ultra fiesen Cliffhanger zurückgelassen und denkt sich so, oh mein Gott, was passiert als nächstes? Das nicht. Ich habe in meiner Rezi dazu gesagt, es ist ein bisschen wie bei Harry Potter, wenn das erste Schuljahr um ist. Also man weiß, dass noch was kommt, aber es ist halt nicht dramatisch oder irgendwas. Ja, also mir hat Insignia von S.J. Kincaid definitiv richtig gut gefallen und ich hoffe, dass von der Autorin noch ganz, ganz viel kommt, denn die hat es einfach drauf, Science-Fiction-Geschichten zu schreiben und ich freue mich auf ein neues Buch von ihr. Dann habe ich im Juli noch einen erotischen Liebesroman gelesen und zwar diesen hier, Big Rock, 7 Tage gehörst du mir von Lauren Blakely. Ich fand das Buch wirklich richtig, richtig gut. Ich habe inzwischen schon einige Leute gesehen, die das Buch nicht gut fanden, aber es ist halt immer alles Geschmackssache. Ich mochte die Art und Weise, wie dieses Buch geschrieben wurde, denn es wurde aus der Sicht von ihm geschrieben, aus der Sicht von Spencer. Und Spencer ist halt ein Mann, er steht eigentlich auf One-Night-Stand, ist ein ziemlicher Womanizer und so die Gedankengänge von ihm dann so zu lesen, fand ich wirklich sehr, sehr amüsant. Also ich hatte wirklich meinen Spaß bei dem Buch. Zum Inhalt kann ich nur sagen, hier wie gesagt, dass es um Spencer geht und Spencers Familie besitzt ein Juwelenunternehmen, sowas wie Tiffany's, sage ich jetzt einfach mal. Und da sein Vater in Ruhestand gehen möchte, möchte er sein Unternehmen verkaufen. Und sucht dafür und hat dafür auch schon einen Käufer gefunden. Dieser ist aber ziemlich spießig und altmodisch und legt Wert auf Familie und hast du nicht gesehen. Und da passt Spencer natürlich als Frauenheld, der jede Nacht irgendeine andere abschleppt, nicht rein. Und daher tut Spencer seiner Familie zuliebe seine beste Freundin Charlotte als seine Verlobte ausgeben. Und was dann alles mit Spencer und Charlotte passiert, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Ich mochte die Art und Weise, wie das Ganze erzählt wurde. Ich fand die Handlung super. Also ich fand gut, was da in diesem Buch alles passiert ist. Ich mochte Spencer, ich mochte Charlotte, ich fand die Nebencharaktere super, ich mochte die Art und Weise, wie gesagt, wie das Ganze geschrieben wurde, wie das Ganze erzählt wurde, der Schreibstil hat mir auch gut gefallen, es war ein einfacher, locker, leichter Schreibstil. Dieses Buch ist ja nun auch wirklich nicht dick und dafür, dass es wirklich mit seinen 280 Seiten, 290, naja, knappen 300 Seiten
wirklich eine kurze Geschichte auch ist, fand ich, war hier alles drin, was eine gute Geschichte braucht. Ich mochte das Buch total und jeder, der Bock mal hat auf eine Liebesgeschichte, die aus seiner Sicht geschrieben ist, die in sich abgeschlossen ist, der sollte sich Big Rock auf jeden Fall angucken. Was ich hier noch sehr, sehr gut fand, war, dass man beim Lesen immer wusste, was Charlotte denkt. Also man liest ja aus Spencers Sicht, aber anhand ihrer Reaktionen, die in diesem Buch immer drin vorkamen und wie sie auf ihn reagiert hat und was sie gesagt hat, wusste man immer quasi, was bei ihrem Kopf gerade vorgeht als Frau. Und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das mochte ich total. Und ja, ich fand Big Rock, 7 Tage gehörst du mir von Lauren Blakely wirklich toll. Und ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Dann habe ich noch ein Buch im Juli mit der Nikki zusammen gelesen. Und zwar dieses hier, Karma Girl von Jennifer Estep. Das ist der erste Teil der Big Time-Reihe und in diesem Buch geht es um Superhelden. Zur Geschichte kann ich schon sagen, dass es hier um Carmen geht und Carmen erfährt am Tag ihrer Hochzeit, dass ihr Verlobter der Superheld ihrer Stadt ist und eine Affäre mit ihrer besten Freundin hat, die wiederum die Erzfeindin der Stadt ist. Und das ist erstmal ziemlich viel zu verarbeiten und Carmen findet das halt raus, indem sie die beiden in Flagranti erwischt. Und da Carmen Reporterin ist, gibt es nur einen Weg, diese ganze Misere zu verarbeiten. Und zwar stürmt sie hinaus, rennt auf Arbeit, schreibt einen Artikel darüber und entlarvt ihren Verlobten oder Ex-Verlobten als Superhelden und ihre ehemals beste Freundin als Superschurkin. Nach dieser ganzen Geschichte ist Carmen natürlich ziemlich sauer und rachsüchtig und vom Hass ein bisschen zerfressen und möchte alle Identitäten aller Superhelden aufdecken und möchte nicht, dass jemand jemals sowas wie sie erlebt hat, auch erleben muss und ja, macht sich dann halt da dran an so einen kleinen Rachefeldzug und entlarvt in den nächsten Jahren einige Superhelden und Schurken und wird dann von einer großen Zeitung in Big Time angeworben und sie soll die Identitäten der Fearless Five herausfinden. Und das macht Carmen natürlich. Sie hätte aber nicht gedacht, dass es A, so schwierig ist, die Fearless Five ausfindig zu machen und die Identitäten zu entlarven. Und sie hat halt auch nicht mit der Anziehungskraft gerechnet, die Striker, einer der fünf, auf sie ausübt. Und ob Carmen die Identitäten der fünf aufdeckt und was alles noch zwischen ihr, Striker und auch den Bösen, den Trinity, irgendwas noch passiert, das ist es, worum es im ersten Teil Karma Girl geht. Und ich kann nur sagen, dass mir die Geschichte wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ich mochte den Ansatz mit diesen Superhelden. Ich fand die Handlung super. Mir hat das super gut gefallen, wie dieses Buch erzählt wurde, was in diesem Buch alles passiert ist. Ich freue mich jetzt auch schon wirklich sehr auf den zweiten Teil. Der kommt jetzt Anfang Oktober. Der heißt Hot Mama. Und ja, ich mochte die Geschichte total. Und jeder, der gerne Superheldengeschichten mag, sollte sich Karma Girl auf jeden Fall angucken. Wie gesagt, Handlung hat mir super gut gefallen, die Charaktere fand ich auch wieder super. Ich mochte Carmen, ich konnte mich gut in Carmen hineinversetzen, ich konnte ihren Hass am Anfang verstehen. Ich konnte im Laufe der Geschichte mich in sie hineinversetzen und verstehen, wie sie sich entwickelt hat, warum sie sich so entwickelt hat. Und am Ende, das fand ich auch richtig super, was da mit Carmen noch passiert ist. Und auch die Fearless Five als Charaktere in diesem Buch haben mir richtig gut gefallen. Ich fand die Bösen gut, also was die Charaktere betrifft, kann ich nichts meckern, hat mir alles wirklich richtig super gut gefallen. Seitdem her befinden wir uns hier wieder in einer Urban-Fantasy-Welt, also es spielt in unserer Welt, aber halt in fremden Städten, die es halt so bei uns nicht gibt und man hat halt immer dieses Fantasy-Element noch mit drin und hier sind es die Superhelden. Und ich mochte das Universum, in dem das Ganze spielt, auf jeden Fall total. Ich fand das schon bei der Elemental Assassin-Reihe, die Welt, die Jennifer Estep da erschaffen hat, wirklich wahnsinnig toll. Und so ging es mir hier auch. Ich freue mich jetzt wirklich auf den zweiten Teil. Vom Schreibstil her kann ich nichts weiter sagen, außer dass das wieder ein ganz, ganz toller, locker, leichter, einfacher Schreibstil ist, der einen zum Schmunzeln bringt, der einen mitfühlen lässt, der einen schockiert teilweise auch. Und ja. Hat mir richtig gut gefallen. Ich habe an diesem Buch nichts auszusetzen. Ich kann euch Karma Girl wirklich empfehlen, wenn ihr Bock auf eine Superheldengeschichte habt. Mit einem ganz klein bisschen Erotik auch in dem Buch. Und ja, ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil Hot Mama. Wenn der erscheint, den werde ich auf jeden Fall lesen. Und mehr gibt es zu diesem Buch auch nicht zu sagen. Dann habe ich im Juli noch ein paar Bücher von der Nikki wieder gelesen. Und zwar habe ich, oh Gott, was habe ich denn gelesen? Ich habe Fuchsabend habe ich gelesen. Dieses Buch kommt nächsten Monat raus. Diesen Monat kommt Fuchsmittag raus, also im August. Muss ich noch mal kurz gucken. Nee, Fuchsmorgen kommt im August raus, Fuchsmittag im September und Fuchsabend im Oktober, wenn ich mich jetzt nicht wieder komplett verhatscht habe.
ich merke mir einfach immer nicht, wann Niki ihre Bücher erscheinen. Das sind immer so viele und dann haue ich die immer alle durcheinander. Denn jetzt im September kommt auf jeden Fall auch die Herbstprinzessin, der erste Teil, raus. Das habe ich auch schon gelesen. Ja, kommen wir aber auf jeden Fall zurück zur Fuchsgeschichte. Und zwar habe ich Fuchsabend jetzt gelesen im Juli. Wie gesagt, es kommt dann im Oktober raus. Und das ist der dritte Teil dieser zusätzlichen Geschichte zur Fuchsgeschichte. Da geht es um Maikailas Vorgeschichte quasi und wie ihre Ausbildung zur Tori erfolgt ist. Und die Bücher haben mir alle drei gut gefallen. Ich mochte sie total. Ich fand es super, die zu lesen. Gerade Fuchsmittag hat mir super gut gefallen, wegen dieser einen bestimmten Szene, auf die ich mich sehr gefreut habe. Und ja, ich mag die Fuchsgeschichte immer noch total. Fuchssprung habe ich auf jeden Fall auch noch gelesen im Juli, also den 9. Teil. Ich weiß gar nicht mehr, habe ich den 10., 11., 12. jetzt im August gelesen? Ich glaube ja. Also ich habe inzwischen den 12. auch schon gelesen. Also 10, 11, 12. Aber die habe ich jetzt, glaube ich, alle im August gelesen. Also ja, das Problem ist, ich kann dazu mal nicht viel sagen, ne? Weil das halt fortlaufende Geschichten sind und ich euch ja nicht spoilern möchte. Aber ich mag die Fuchsgeschichte total. Ist meine absolute Lieblingsreihe von Niki bisher. Und jeder, der gern mal eine Fantasy-Geschichte lesen möchte mit einem etwas anderen Ansatz, mit einer etwas anderen Kultur oder Kulturen auch, der sollte sich die Fuchsgeschichte von Niki auf jeden Fall mal angucken. Das Schöne ist, die Bücher haben immer nur jeweils so 50 Seiten und lassen sich super so zwischendurch mal mitlesen. Und ich bin ein riesiger Fan von Maikaila und Ren und ich mag die ganzen Charaktere in der Fuchsgeschichte und ich habe mit Erebus immer noch so meine Probleme. Aber ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht nach dem 12. Teil und freue mich dann darauf, das weiterzulesen. Ich glaube, der 12. Teil kommt eigentlich aus nächstes Jahr im März raus. Das heißt, ich bin da schon gut im Vorlauf, was das Lesen betrifft. Aber ich kann nur sagen, jeder, der die Fuchsgeschichte liest, ihr werdet euch umgucken, was da noch alles passiert. Das entwickelt sich noch in eine ganz, ganz tolle Richtung und ich freue mich auf jeden Fall drauf, wie es weitergeht. Dann habe ich im Juli noch dieses Buch hier gelesen, der letzte Teil der The Last Ones to Know Reihe, Rock My Dreams. Und dieses Buch war so unglaublich gut. Das ist mein absoluter Lieblingsteil von dieser Reihe. Ich glaube, das liegt wirklich daran, dass ich mich hier mit der Protagonistin am besten identifizieren konnte und sie wirklich mehr meinem Charakter entsprach als allen anderen. Und Mike ist einfach so ein toller Kerl gewesen. Das war wirklich ein Traumprinz, dieser Typ. Und die Geschichte war einfach so unglaublich gut. Denn in diesem Buch geht es um Hayley. Und Hayley ist Studentin, sie studiert Tiermedizin und ist auf das Geld von ihrem Onkel angewiesen. Sie lebt mit ihrer Cousine zusammen in einer Wohnung und ihre Cousine ist so eine ziemlich herrschsüchtige, eingebildete Ziege halt und tut Hayley da halt auch ziemlich runterbuttern und Hayley auch immer sagen, ja, wenn du das nicht machst, dann entzieht mein Vater dir das Geld und bla 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 und tut sie halt auch ziemlich erpressen und unter Druck setzen. Und Hayleys Cousine Danica ist die Ex-Freundin von Mike. Und jetzt, wo Mike einen gewissen Berühmtheitsgrad erreicht hat, möchte sie ihn auf einmal zurückhaben. Und Hayley hat dafür gar kein Verständnis und kann das auch alles nicht wirklich nachvollziehen. Und ist daher auch wenig begeistert, als sie von ihrer Cousine gezwungen wird, nach dem Konzert noch am Tourbus auf die Band zu warten und dass sie halt Mike anquatschen kann und hat halt nicht wirklich Bock drauf. Und sie wartet dann halt mit ihrer Cousine zusammen, bis die Band kommt. Und da Danica dann schlussendlich mit Mike abzieht in dieser Nacht und sie alleine dort zurückgelassen wird, tun die anderen Bandmitglieder sie mit zu sich nehmen und sagen, komm, setz dich zu uns, dann bist du nicht alleine und freuen sich dann so ein bisschen mit ihr an und haben halt auch Spaß mit ihr und finden sie halt auch super nett und sie spielt halt auch gerne Videospiele und tut dann dort halt so die Nacht verbringen, indem sie zocken tut und als Mike am nächsten Morgen auftaucht und Hayley dort vorfindet, ist er erstmal ziemlich erstaunt und verwundert und tut dann mit Hayley ein Gespräch anfangen und die beiden merken sehr, sehr schnell, dass sie auf einer Wellenlänge liegen und Hayley weiß aber, dass sie die Finger von Mike lassen muss, denn er ist der Ex-Freund ihrer Cousine und sie möchte ihn zurück. Und was mit den beiden dann alles passiert, das ist es, worum es in Rock My Dreams geht. Und dieses Buch war wirklich so unglaublich gut. Ich habe diesen vierten Teil habe ich so gefeiert und ich feiere den auch heute noch. Und ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen. Also ich würde empfehlen, die ersten drei Teile natürlich vorab zu lesen, aber im Prinzip könnt ihr dieses Buch auch unabhängig von den ersten drei Teilen lesen. Aber es war wirklich, also das war wirklich hier die beste Geschichte von allen. Ich feiere sie total. Ja, Rock My Dreams. Ja, also Handlung war super, Charaktere waren richtig gut. Auch die Nebencharaktere haben mir gut gefallen. Vom Setting her befinden wir uns hier wieder in, wie hieß diese kleine Stadt? Ich weiß gerade nicht mal, wie die Stadt heißt, wo das Ganze spielt. Auf jeden Fall spielt das Ganze ja in dieser Stadt und da gibt es natürlich auch ein College, wo die Mädels halt auch noch studieren gehen und ich fand vom Setting her das Ganze wieder richtig super, auch wie das Haus von Mike beschrieben wurde und wo die unterwegs auf Tour waren, fand ich super, wie das beschrieben wurde und erzählt wurde. Vom Schreibstil her kann ich nicht meckern, das ist ein
richtig schöner, locker, leichter, gefühlvoller, witziger Schreibstil auch wieder gewesen hier in diesem Buch. Und ich mag die Art, wie Shammy Shaw diese Geschichte erzählt hat, total. Und ich feiere dieses Buch immer noch. Und ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Lest dieses Buch. Es ist so, so gut. I love it. Ich bin ja sonst nicht so der Fan von Rockstar-Geschichten, ne? Also das ist mir ja eigentlich immer so, oh, typischer Bad Boy, trifft auf Mädchen und oh, alles ist schön. Aber hier ist es halt das Schöne, dass Mike halt eben nicht dieser typische Bad Boy ist, sondern ein ganz normaler, netter Typ und er trägt einen Bart. Was soll man dazu sagen? Ich stehe ja auf Männer mit Bart. Das hat man ja letztens schon. Und Holzfällerhemden. Naja, lassen wir das Thema. Auf jeden Fall, ja, Rock My Dreams, super Geschichte. Ich empfehle es euch. Lest es. Dann habe ich im Juli noch den zweiten Teil dieser Reihe hier gelesen, und zwar der Wellington Saga Verführung. Und in diesem Buch, ich muss mich mal ganz kurz umsetzen, geht es um Sebastian del Campo. Sebastian ist der Bruder von Alejandro, um den es im ersten Teil ging. Und Sebastian ist der typische Playboy, er ist der Frauenheld schlechthin und er schleppt jede Nacht eine andere ab. Und er weiß mit seinem Leben halt auch nicht wirklich irgendwas anzufangen und ist halt auch so ein bisschen verloren da so in seinem Leben und trifft dann eines Tages auf die Regisseurin Kat. Und als die beiden sich begegnen, merken beide sehr, sehr schnell, dass da eine sehr, sehr starke Anziehungskraft zwischen ihnen ist. Und sie wollen beide dem Ganzen aber nicht nachgeben. Als Kat beschließt, einen Film über die Großmutter von Sebastian zu drehen, treffen sie unweigerlich immer wieder aufeinander. Und was dann mit den beiden passiert und wie das mit dem Film alles so ist, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Von der Handlung her hat mir das Buch gut gefallen. Ich mochte den ersten Teil ein bisschen mehr als den zweiten. Ich kann nicht sagen, woran das lag. Ich glaube, das lag einfach an der ganzen Art und Weise, wie dieses Buch erzählt wurde und halt auch so ein bisschen an den Charakteren, dass mir das auch alles ein bisschen zu schnell ging. Da war das bei Alejandro damals und, ach, wie hieß sie denn aus dem ersten Teil, Georgia, ein bisschen feinfühliger auch erzählt und halt auch ein bisschen langsamer halt auch erzählt. Das ging mir in diesem Buch ein bisschen schnell. Deswegen fand ich den ersten Teil definitiv besser als den zweiten, aber der zweite hat mir auch gut gefallen. Also es war jetzt kein schlechtes Buch. Ich mochte, wie das Ganze erzählt wurde. Ich mochte den Verlauf der Geschichte auch auf jeden Fall. Zu den Charakteren kann ich ja sagen, dass mir die Entwicklung von Sebastian in diesem Buch wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, wie er sich halt von diesem typischen Playboy zu einem doch eher bodenständigeren Mann entwickelt hat, fand ich super. Auch Kat hat mir als Protagonistin in diesem Buch super gut gefallen. Ich fand ihre Zweifel, die sie in dieser Geschichte hatte, wirklich toll. Ich fand die Entwicklung, die sie halt auch gerade mit Sebastian zusammen gemacht hat, super. Und ich mochte das Ende total, wie das Ganze am Ende ausgegangen ist. Bei den Nebencharakteren kann ich auch nicht meckern. Das sind wieder die Charaktere, die wir aus dem ersten Teil auch schon kennen. Also Sebastians komplette Familie und halt noch so ein paar Polospieler und halt dieses ganze Umfeld, was in Wellington halt so stattfindet. Zum Schreibstil kann ich auch wieder nur sagen, dass das ein locker, leichter Schreibstil ist. Es ist ein sehr erotisch erzählter Schreibstil. Hier kamen ein paar Worte drin vor, die ich erstmal googeln musste, die ich im Zusammenhang auch aus dem Kontext nicht herausnehmen konnte. Also das war, da ging es um die Beschreibung eines Orgasmuses und ich dachte mir so, was? Und dann habe ich erstmal gegoogelt, was dieses Wort eigentlich in Verbindung dessen heißt und dann dachte ich mir, aha, okay, das passt jetzt nicht zur Geschichte, aber lassen wir das. Man wollte halt wahrscheinlich einfach mal ein paar Fremdworte einwerfen in dieses Buch, um halt irgendwie wahrscheinlich das ein bisschen auf ein anderes Level zu heben, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es hier so zwei, drei Worte, die ich erstmal googeln musste und die halt auch im Zusammenhang mit diesem Buch dann nicht wirklich Sinn ergeben haben, komischerweise. Aber gut, das ist halt so ein kleiner Minuspunkt gewesen, aber ansonsten fand ich den Schreibstil gut. Das ist, wie gesagt, ein lockerer, leichter Schreibstil mit ein paar dieser Fremdworteinwürfe. Und mehr kann ich zu diesem Buch eigentlich auch nicht sagen. Es war eine gelungene Fortsetzung und ich freue mich jetzt auf den dritten Teil. Ich habe im Juli noch dieses Buch hier gelesen, Fighting to be Free, nie so geliebt, von Kirsty Mosley. Das ist das Debüt. Das ist der Debütroman dieser Autorin und ich muss sagen, dafür, dass das ein Debütroman ist, meine Fresse, ist dieses Buch gut. Es ist eine so unglaublich tolle Geschichte gewesen. Gerade was die Charaktere betrifft und die Charakterentwicklung betrifft, fand ich dieses Buch einfach nur unglaublich gut. Ich mochte auch die Handlung total, aber die Charaktere haben es bei mir definitiv rausgerissen. Gerade Jamie als unser Hauptcharakter mit in diesem Buch hat mir ultra gut gefallen und ich freue mich schon so auf den zweiten Teil, den ich auf jeden Fall lesen muss. In diesem Buch geht es halt um Jamie und Jamie kommt halt aus dem Gefängnis nach einigen Jahren und möchte sein Leben neu beginnen. Jamie möchte einfach alles hinter sich lassen und einen Neustart haben in seinem Leben und halt nicht mehr kriminell sein, sondern ein normales, gesittetes Leben führen. Und er merkt aber sehr, sehr schnell, dass das gar nicht so einfach ist, denn schon an dem Tag, als er aus dem Gefängnis entlassen wird, steht quasi einer der Leute von seinem ehemaligen Boss vor der Tür. Und sein Boss unterbreitet ihm natürlich wieder das Angebot, für ihn zu arbeiten. Jamie hat Autos geknackt und gestohlen im Vorfeld und ja, Jamie lehnt das Ganze aber erstmal dankend ab und versucht es erstmal auf dem ehrlichen Weg. Und was ich sehr, sehr gut fand an dieser Stelle, muss ich mal da dazu sagen. Und ja, er schlägt sich dann halt so durch und begegnet
zu Beginn der Geschichte dann Ellie. Und Ellie ist so das komplette Gegenteil von ihm. Jamie ist in einer Welt aufgewachsen, die ziemlich trostlos war. Jamies Mutter ist eine drogenabhängige Prostituierte und er hatte halt auch keine schöne Kindheit und halt auch kein schönes Leben. Und Ellie, wie gesagt, ist so das genaue Gegenteil. Sie ist sehr behütet aufgewachsen, sie hat viele Freunde, sie hat tolle Eltern und ihr Leben ist einfach ganz normal und gesittet, wie man es halt auch so kennt. Und ja, die beiden treffen dann in einem Club aufeinander und Ellie hat sich gerade von ihrem Freund getrennt und ist eigentlich nur auf der Suche nach Ablenkung. Und als sie dann auf Jamie trifft, merkt sie aber sehr, sehr schnell, dass da irgendwie mehr zwischen den beiden ist, als nur ein einfacher One-Night-Stand. Und was dann mit den beiden passiert, das ist es, worum es halt in diesem Buch geht. Ich kann nur sagen, dass die Entwicklung, die diese Geschichte hier nimmt, wirklich sehr überraschend war teilweise. Ich hatte mit einigen Plot-Twists in diesem Buch nicht so gerechnet. Ich fand es sehr dramatisch, was hier gerade passiert ist. Und ich habe so mit Jamie mitgelitten in diesem Buch. Das war der Oberhammer. Und auch gerade das Ende, was er da getan hat, das war so, oh mein Gott. Ich habe nur gedacht, nein, 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 der arme Kerl und sie und oh, ich habe da echt mitgelitten mit den beiden. Also ja, ich bin auf jeden Fall auf den zweiten Teil gespannt, wie das Ganze hier mit den beiden weitergeht, denn die beiden sind so unglaublich süß zusammen. Die sind so ein tolles Paar und die harmonieren einfach so schön und werden aber halt vom Schicksal immer wieder traktiert und auseinandergerissen und oh, es ist einfach sehr dramatisch, was halt in dieser Geschichte alles vorkommt und es ist aber wirklich wahnsinnig toll erzählt, auch vom Schreibstil her. Ich finde, Kirsty Mosley hat hier ganz, ganz tolle Worte gefunden und eine ganz, ganz tolle Art und Weise gezeigt, dieses Buch zu erzählen und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den zweiten Teil, auch wenn der erste schon relativ dick ist. ich habe erst gedacht so, wow, was für ein dickes Buch und dann habe ich gelesen und dann war so 80, 100 Seiten vom Ende gerade alles schön. Und da dachte ich mir so, jetzt könnte das Buch zu Ende sein, aber ich hatte ja noch 80 Seiten und ich wusste, dass da noch was passiert. Und dann kam dieser böse, fiese Plot-Twist, mit dem ich nicht gerechnet habe und alles ging den Bach runter und ich habe so gelitten mit den beiden und ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf den zweiten Teil. Ganz, ganz tolle Handlung, mega gute Charaktere, ein tolles Setting auch. Also wir haben hier ein ganz normales Setting. Ich glaube, dieses Buch spielte in Chicago. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz so sicher. Mensch, all die Orte bei den Büchern, die ich immer lese, ne? Auf jeden Fall in einer amerikanischen Großstadt. Ich meine, es war Chicago oder sowas. Und ja, vom Setting her fand ich es auch super, wie das alles beschrieben wurde, wie die Wohnung auch von Jamie und alles beschrieben wurde, war auch so, oh mein Gott. Aber man konnte sich das halt auch alles wirklich sehr, sehr vorstellen. Auch diese dramatischen Szenen sind wirklich sehr, sehr gut erzählt und beschrieben worden, wo man dann halt erfährt, weswegen Jamie eigentlich im Gefängnis saß und was halt alles genau passiert ist. Fand ich wirklich die ganze Art und Weise, dass, wie Kirsty Mosley es erzählt hat, wirklich ganz, ganz toll. Sie hat es mit einem wirklich guten Gefühl halt auch erzählt, dass man sich als Leser auch gut in die Situation hineinversetzen konnte und ach, dieses Buch war einfach so unglaublich und ich rede total wirr durcheinander und es tut mir leid, aber tolle Handlung, tolle Charaktere, tolles Setting, ein wahnsinnig toller Schreibstil und ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen, wenn ihr auf der Suche nach einer ganz, ganz tollen Liebesgeschichte seid mit Drama, mit Plot-Twists, die man nicht so kommen sieht, dann schaut euch Fighting to be Free, nie so geliebt, auf jeden Fall an. Der zweite Teil dazu kommt im November raus und den werde ich mir auf jeden Fall holen. Der ist meins, so viel steht definitiv fest. Und das letzte Buch, was ich im Juli gelesen habe, war der zweite Teil der Vermont-Reihe, True North, schon immer nur wir. Und ich habe den ersten Teil vorher nicht gelesen, den habe ich jetzt aber im August gelesen, der war genauso toll wie der zweite, aber auf eine andere Art und Weise. Mehr dazu dann in meinem Video da dazu. Und ja, ich kann nur sagen, dass mich dieses Buch ultra überrascht hat. Ich habe mit einer komplett anderen Story gerechnet, mit einem komplett anderen Handlungsstrang und wie sich das Ganze entwickelt, wie es schlussendlich war. Denn ich habe das nicht kommen sehen, wie diese Geschichte hier sich entwickelt und Jude und Sophie sind einfach so toll und das ist einfach eine so tolle Geschichte gewesen, die hat mich so komplett umgehauen, dass, also da kommt auch so schnell nichts ran an die Vermont-Reihe, also wirklich, also ich bin von dieser Reihe absolut begeistert, ich kann die nur in den Himmel loben, alle beiden Teile, die bis jetzt erschienen sind. Also Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ich liebe diese Reihe. Ich erkläre euch aber erstmal hier, worum es in diesem Buch geht. Nachdem Jude aus dem Gefängnis entlassen wurde, kehrt er in seine Heimatstadt zurück, die in Vermont liegt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie dieser kleine Ort heißt. Nee, das steht hier nicht. Und ja, Jude versucht halt, ein neues Leben zu beginnen, nochmal von vorne anzufangen, was aber gar nicht so einfach ist, denn er hat persönliche Probleme noch, mit denen er immer kämpfen muss. Und als Judes Ex-Freundin Sophie ihn eines Tages in der Stadt sieht, ist sie geschockt. Denn Jude hat ihr Leben quasi zerstört, das Leben ihrer Familie zerstört. Jude ist für den Tod ihres Bruders verantwortlich und saß deswegen halt im Gefängnis. Und
sie versucht halt erstmal das zu verstehen, dass er jetzt wieder da ist, aber gleichzeitig versucht sie auch ihre Gefühle zu verstehen, denn sie merkt sehr, sehr schnell, dass sie immer noch was für Jude empfindet. Und das ist in der Situation natürlich gar nicht so einfach, denn Jude geht ihr natürlich auch aus dem Weg und möchte sich von ihr fernhalten, aufgrund dessen, was alles passiert ist, und er fühlt sich halt auch sehr schuldig und alles. Und ja, was da mit den beiden passiert und ob die beiden noch irgendwie eine zweite Chance bekommen und was genau damals alles passiert ist, das ist es halt, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Und wie gesagt, diese Geschichte ist einfach so toll erzählt. Die Handlung ist so super. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe mit dem Ende nicht gerechnet. Ich fand Jude einfach so toll. Dieser Charakter ist einfach, oh mein Gott, er ist so gut. Er ist so gut geschrieben. Und Sophie ist so gut geschrieben. Und oh, ich liebe die Charaktere. Also ich liebe auch die Charaktere im ersten Teil. Also was die Charaktere betrifft, hat Sarina Bowen da definitiv einiges drauf. Man fühlt mit den Charakteren. Die haben eine gewisse Tiefe, die Charaktere, dass man sich auch gut in sie hineinversetzen kann. Man kann die Handlungsweise nachvollziehen. Also mega gut. Einfach nur mega, mega gut. Wie gesagt, die Handlung war top. Es waren viele Twists in der Geschichte drin, die ich nicht habe kommen sehen, mit denen ich auch so nicht gerechnet hätte. Die Charaktere, ein Traum. Vom Setting her war alles wieder super, genauso wie im ersten Teil. Sarina Bowen hat einen wahnsinnig tollen Schreibstil, alles bildlich zu beschreiben. Das heißt, man kann sich die Orte super gut vorstellen. Man kann sich die Szenen sehr, sehr gut vorstellen, in denen die Charaktere miteinander interagieren. Also das war halt wirklich alles sehr, sehr hohes Niveau meiner Meinung nach. Und auch der Schreibstil war einfach nur ein Traum, ein Traum, ein Traum, ein Traum. Ein so toller Schreibstil, so gefühlvoll, so ehrlich, so offen, und ich liebe diese Reihe einfach total. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht mehr sagen. Ich liebe, 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 liebe diese Reihe, und wie gesagt, für mich ist es wirklich jetzt sehr, sehr schwierig, dass da was anderes rankommt in nächster Zeit. Ich freue mich jetzt auf den dritten Teil, der kommt Ende September jetzt noch mit raus. Den werde ich mir auf jeden Fall gleich noch mit holen und lesen, und damit ist die Reihe dann auch schon abgeschlossen, was mich ein bisschen traurig macht. Ich hätte sehr, sehr gerne mehr noch von dieser Reihe, aber nächstes Jahr im Januar kommt eine neue Reihe von der Autorin raus, und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Also Sarina Bowen werde ich mir als Autorin definitiv merken, denn diese Frau schreibt wirklich tolle Bücher. Ich meine, ich habe jetzt nur diese beiden gelesen, aber die sind wirklich richtig gut. I love it, I love it, I love it. Und lest diese Reihe. Mehr kann ich dazu jetzt echt nicht sagen. Außer lesen. Klare Leseempfehlung. Lesen, lesen, lesen. Das war mein total verspäteter Lesemonat noch vom Juli. Wie gesagt, der ist mir irgendwie komplett durch die Finger geflutscht. Ich habe den total vergessen, dass ich den noch nicht gedreht habe. Naja, egal. Wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt, dann schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Und entschuldigt meine wirren Gedanken heute. Ich bin irgendwie noch nicht so richtig da im Kopf. Naja, egal. Bis dann.